Moin Leute und willkommen zurück hier bei Need for Speed Most Wanted. Nee, Need for Speed Rivals. Und wir wechseln erstmal zur Racer-Karriere. Wir waren jetzt genug, lang genug Cop und jetzt heißt es wieder gejagt werden. Und das erste, was wir machen, ist mal einen neuen Wagen auswählen. Was haben wir denn hier Schönes? 30, nehmen wir einfach mal das teuerste, was wir bekommen können. Das ist alles. Ja, das ist alles nicht frei. Wir können ja mal hier gucken. Oh, die Werte sind gar nicht so geil, ne? Höchstgeschwindigkeit, Kontrolle. Der Aston Martin Vanquish sieht natürlich optisch schon geiler aus. Ist auch robuster. Allerdings langsamer. Ach komm, nehmen wir den Aston Martin. Finde ich irgendwie geiler als ein BMW. Und so, den wollen wir natürlich auch noch ein bisschen verschönern. So, da gucken wir einmal. Wagenpersonalisierung. Den lackieren wir mal so ein bisschen. Was haben wir denn hier Schönes? Schwarz sieht schon fett aus, ne? So, Felgen. Entweder weiß. Das sieht ja kacke aus. Gold ist ein bisschen protzig. Lassen wir mal pechschwarz. So, Streifen, nö, glaube ich nicht. Was haben wir denn hier bei Folien? Das sah eigentlich ganz interessant aus. Ah, nee, das geht ja gar nicht. So, Nummernschild können wir so lassen. Ghost? Wieso Ghost? Aber wenn wir das jetzt bei jedem Auto ein neues Nummernschild, da habe ich auch keinen Bock drauf. So, Leistungsupgrades. Da können wir nochmal beigehen. Wir haben nämlich noch ein paar Pünktchen zu vergeben. Höchstgeschwindigkeit. Was nicht so schlecht wäre, wäre Beschleunigung. Kontrolle. Geben wir mal überall was. Ich will jetzt auch nicht in diese niedrigklassigen Autos, naja, sind es ja eigentlich nicht, aber in dem Spiel jetzt schon will ich jetzt auch nicht zu viele Speedpoints reinpowern, nur so ein bisschen mal. So, Verfolgungstechnologie können wir natürlich auch mal schauen. Ja, die Betäubungsminen waren eigentlich schon geil. Die nehmen wir auch wieder. Vielleicht gibt es da sogar ein Level 2. Nö. So, und was auch ganz cool war, war der Turbo. Da drückt man einmal raus, rauf und schon ist man weg. Gut, dann würde ich sagen, was ist denn das Ziel? 5 Racer mit Verfolgungstechnologie. Was ist das denn für ein dummes Ziel? Haben wir das wirklich ausgesucht? 4 Cops. 3 Slams. 4 Cops. 5 Racer. Und Silber bei Rennen. Okay. Ja, dann nehmen wir die 5 Racer und dann müssen wir aber eigentlich hier nochmal ändern. Turbo ist dann nicht so gut zu gebrauchen wie zum Beispiel EMP. So, Mine zum Vorher, also zum Davorfahren und Abwerfen und EMP können wir dann machen, wenn da einer uns zu nahe kommt. Ja, dann können wir eigentlich das Rennen direkt am Anfang mal machen. Ach, guck mal, wie groß die Map eigentlich ist, wie wenig wir schon erst gesehen haben. So, da haben wir ein Rennen und dann gehen wir da auch direkt mal hin. So, dann geht's mal los. Warten wir erstmal, bis die Deppen uns schon mal überholen. Ist ja auch gar nicht unfair oder so. So, und die sollen wir auch... Ich weiß gar nicht, zählt das im Rennen auch schon? Wobei, im Rennen konzentriere ich mich immer lieber so ein bisschen auf die Strecke und das Ganze. Wie sie alle durch die Werkstatt fahren, hier einen Kilometer nach der Ziellinie. Oder nach der Startlinie. Ich kann ja mal gucken. Wie funktioniert denn das?
So, da hat er uns auch erwischt, aber es scheint zu funktionieren. Also auch im Rennen zählt das. Da will ich mich jetzt nicht hauptsächlich drauf konzentrieren, aber wenn wir mal vorne sind, können wir ja ruhig mal eine Mine abwerfen. Ach scheiße, da habe ich mich total verguckt. Aber da bin ich nicht der Einzige. Ah, so funktioniert's. Also, man muss die erstmal, den erstmal einsetzen und dann lang genug auf dem zusteuern und dann sitzt das auch. So, dann setzen wir uns erstmal so ein bisschen ab oder versuchen's. Ach, hier ist schon das Ziel. Ach, guck mal. Dann nehmen wir den Pickup auch gleich noch mit. Ja, das lief ja richtig gut an. Das war ja kürzer, als ich dachte. Da habe ich gar nicht auf die Dings geguckt, auf die Kilometer. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch zwei Racer treffen. Können wir eigentlich auf die Idioten hinter uns warten, ne? Die sind jetzt mittlerweile auch schon mal durchs Ziel. Und bumm. 4 von 5. So, jetzt brauchen wir allerdings eine Werkstatt. Das wäre sonst eine richtig gute Quote gewesen, ne? Wenn die noch in unsere Mine reingefahren wären. Ne, das ist keine Werkstatt. Das ist eine Trabrennbahn. Da hätten wir dann nämlich 6, also 2x3 Slots. Oder... 2 Slots mit jeweils 3 Dingern und dann 5 Treffer, das wäre schon ein guter Schnitt gewesen. So, jetzt haben wir aber wieder ein bisschen Nachschub. Gut, und irgendein Idiot, das ist wie früher bei Mario Kart mit den Bananen oder mit diesen Item-Paketen. Irgendein Idiot fährt da immer rein. So, wollen wir den dritten hier auch nochmal mitnehmen? Der hat so herrlich wenig. Das gibt vielleicht sogar noch ein paar Speedpunkte. So, das wird ein kurzes Rennen. Scheiße. Ah, der hatte so wenig Energie. Ich dachte, wenn ich das annehme, dann können wir den gleich nach 5 Sekunden kaputt machen. Das gibt nochmal ein paar Pünktchen. Ja, wesentlich mehr hat er immer noch nicht. Was macht ihr hier, Kollegen? Wo ist denn der Erste vor uns? Ne, wir sind Erster. Okay, dann fahren wir einfach ins Ziel, oder? Ja, von wegen. 6 Kilometer noch? Oh, Glück gehabt. Zentrale, verfolge ein 1041 auf der Interstate 4. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Straßensperre, wir müssen eine Straßensperre haben. Na! Achtung! Scheiße, was war das denn? Da mussten wir eigentlich links rein. Habe ich viel zu spät gesehen und jetzt setzt er uns wahrscheinlich wieder falsch ab, ne? Ja, herrlich. Ach komm ey, da kann man wohl rüberfahren. Was für ein billiges Navi. Aber der andere
der andere, mit dem wir hier das Rennen haben, der ist eigentlich, der ist noch schlimmer dran scheinbar. Der kommt ganz schön schnell ran. Der rammt uns jetzt aber mal so richtig. Die Straßensperre hat nichts gebracht. Einsatz geht weiter. Ach komm, was muss das Auto denn da kommen? Scheiß Kurve. So, jetzt mal das Rennen zu Ende fahren, dann entkommen und dann in den Unterschlupf. An alle, möglicher Code 3-Einsatz. Habe ja einen Raser auf Eastwood Drive. Ignoriert meine Lichtsignale. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. So, das kann ja noch richtig lustig werden hier. Die Jungs müssen wir nämlich noch ein bisschen abwimmeln. Sonst gibt's leider keine Punkte, Alter, und da haben die uns wahrscheinlich kaputt gefahren. Scheiße, aber okay. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen, die Punkte sind weg, aber das waren jetzt 40.000 oder so. Ja, okay, dann macht's doch Sinn, dass die uns einmal dabei Höchstgeschwindigkeit festgenommen haben. Dann wird's nämlich so gewesen sein, dass unser Auto so im Arsch war, dass die uns quasi kaputt gemacht haben einfach. Dann macht's wieder Sinn, jetzt verstehe ich's auch. Ja, ernüchternd, ne? Aber wir haben unsere Aufgabe abgeschlossen. 18 Kilometer, 273 km/h. Ein Kopf zerstört, 5 Crashs, 11 Verfolgungstech genutzt. Jawohl, keine Punkte, macht nichts, Rang erhöht, aber neue Lackierung, neue Technologie, neue Leistungsupgrades, neuer Wagen. Und das ist scheinbar unser neuer Wagen. Ein Ford Mustang. Die Dinger müssen einfach schwarz sein. Einen Schritt weiter. Gut, ja, sind wir bei einem Stern-Event. Slamme 3 Racer von der Seite, gewinne ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Silber bei Hot Pursuit. Erreiche Fahndungsstufe 3, ramme 3 Kopfs von der Seite. In den Abgrund blickend. Oh, das sieht lustig aus, hä? So ein bisschen in der Open World. Fahre schneller als 266 km/h für 5 Sekunden. Das sollte ja machbar sein. Erziele 6 beinahe Unfälle. Das ist immer am lustigsten. Und 1300 Meter im Gegenverkehr. Das können wir einfach mal auswählen. Ja, würde ich jetzt normalerweise auch noch machen. Allerdings muss ich mir in 5 Minuten... ich habe mir nämlich noch einen Wecker gestellt. Muss ich mir in 5 Minuten... einmal was ersteigern. Da muss ich dann ein kurzes Päuschen machen. Deswegen gucken wir hier einfach nochmal so ein bisschen rum. So, wir können ja nochmal gucken. Haben wir hier nochmal irgendwie günstige... Ah, das ist alles so schweineteuer. Ja, Mine, EMP. Ich weiß nicht, der EMP hat mich jetzt nicht so angesprochen. Das ESF ist eher so ein Schutz. Störsender umgibt deinen Wagen vorübergehend mit einem Feld, welches gegen Verfolgungstech-Treffer geschützt und das HUD anderer Fahrer in der Nähe stört, sodass diese keine Verfolgungstechnologie einsetzen können. Ja, das ist so Vorbeugen von einem LSF. Schockwelle. Das sieht eigentlich, das finde ich eigentlich schon geiler. Machen wir mal die Schockwelle, weil das rundum halt ist. Okay, so, dann können wir hier, weil wir hier nochmal ganz kurz, wir können ja mal ein paar Decals angucken, so ein bisschen was Optisches hier auf dem Auto, ja nicht so ein Scheiß, sondern irgendwas Cooles vielleicht. Outlaws, das ist alles so, ja, so peinlich, so ein Tribble, weiß ich, ist auch nicht so mein Fall. Eine Zahl. Gibt es hier eine 22 oder chinesische Schriftzeichen? Ne, ein Helm. Das ist ja auch ganz cool.
Scary Monster, total scary. Grün, warum ist das grün da in der Hand? Naja, können wir mal gucken. Irgendwas richtig cooles vielleicht. Automotive ist ja voll cool. Das ist ja alles Schrott hier. Sowas will doch keiner auf dem Auto haben, mal ganz im Ernst. Bunt, ist ja noch schlimmer. Falken High Performance Tires, ha? Hankook. Naja, Yokohama, alles die Reifenhersteller. Eine deutsche Flagge, wie wär's denn damit? Da könnte man so ein bisschen Multiplayer provozieren. Machen wir die einfach mal rauf. Sieht zwar völlig Panne aus, ist mir aber mal ganz egal. Okay, dann würde ich sagen, ja, machen wir ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's dann auf jeden Fall weiter hier auch in dem Racer, in der Racer-Karriere. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und Leute, wenn's euch gefallen hat hier das Let's Play oder das Video, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Das hilft mir wirklich sehr, sehr weiter. Vielen Dank auch für die ganze Unterstützung, für die ganzen Zuschauer, auch bei den anderen Let's Plays. Ist wirklich total geil, ihr seid richtig gut. Und ja, wenn ihr da eine Sekunde Zeit habt, dann könnt ihr gerne auf den Daumen hoch klicken. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Ich gebe mir da sehr viel Mühe mit den Videos und ja, das wäre so ein bisschen Anerkennung. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao.